Willkommen, Freunde, zur dritten Runde The Suicide of Rachel Foster. Wir machen mal weiter. Wir sind, glaube ich, bei Tag 3 oder Tag 4. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Schauen wir uns mal an. Hello from Montana. Tag 3 sind wir, okay. Eine Nacht drüber geschlafen und schon wieder vergessen. Alzheimer kickt rein. So, genau, wir sind jetzt hier gelandet. Hey, Cutie Pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? I don't remember. Okay. I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Oh, müssen wir wieder in den Keller? Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. Ach du Scheiße. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. Oh, on my way. Jo. Haben wir doch schon gesehen, ne? Oh, Scheiße, ist wirklich echt jetzt dunkel. Noch irgendwo... Achso, das waren die Notizen. Wir haben doch irgendwo so einen Nebenraum gesehen. Und in diesem Nebenraum... oh, eine Spieluhr. Oh, look at that. I thought I lost you that time the Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. Oh, the key's missing. Well, maybe better that way. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir haben doch eigentlich, irgendwo einen Nebenraum gesehen. Und in diesem Nebenraum lag auch eine Taschenlampe rum. Oh, da ist das Badezimmer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die ganze Zeit durch die Dunkelheit laufen. Das muss hier irgendwo sein. Man sieht hier echt gar nichts. Warte mal, was denn? Finden wir vielleicht irgendwas anderes, was wir hier noch so rumliegen haben? Puzzlewürfel. Ah. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I had one just like this when I was 16. Leonard gave it to me. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, you keep the really important ones inside. Can't say he was wrong. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy.
Ja, das ist ja toll. Und wir hier im Dunkeln rumrennen und... Ah, alles klar, hier ist eine Treppe. Hier geht's runter. Müssen ja irgendwie da unten kommen. Oh, wie ich das hasse, ey. Ich sehe. Mal gucken wieder, wie wir im Keller kommen. Boah. Übel, übel, also das möchte ich nicht erleben. So, hier sind wir schon in der Versorgung. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste jetzt hier... Hier müsste es reingehen, ne? Genau, in den Keller. In der Hoffnung, dass wir da runterkommen und den Stromgenerator anschalten können. Mich hier wundert, dass teilweise manche Notbeleuchtungen noch leuchten. Meine Lampe oben im Zimmer hat auch noch geleuchtet. Kleiner Regiefehler, würde ich sagen. So, hier sind wir aber falsch. Da war's. Ist zum Gefrieren, also der Gefrierschrank war da. Unser Essen geholt haben. So, gehen wir mal hier lang. Hier ist ein Badezimmer, ja. Gott, man erkennt hier im Dunkeln wirklich gar nichts, ey. Sind wir hier wieder rausgekommen? Oha, das kann ja was werden. Das ist die Tür. Was steht denn da? Staff only. Also Angestellte. Okay. Was sind wir denn nicht? Durch diese Tür auch in den Keller gekommen? Oder täusche ich mich da so? Genau. Ich glaube, hier könnte es runtergehen, oder? Hier sieht man ja noch einigermaßen was. So, geht's hier lang? Alter, das ist echt, wenn man jetzt hier im Dunkeln spielen muss. Ist ja richtig übel, da sieht man wirklich gar nichts. So, hier ist der Restroom. Hier sind die Toiletten, hurra. Wunder, dass sie so ruhig bleibt hier.
schon ein übler Ort, muss ich sagen. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Das ist ja schon mal gut. Hier geht's in den Keller runter, ne? Das ist der Boiler Room. War auch falsch, den müssen wir zurück. Da geht's zur Skihütte. Zur Skipiste. Ist hier runter oder rein? Ja, toll. Nö. Geht's nochmal runter? Ah, hier kommen wir doch in die Kirche, oder? Alter Schwede, das kann ja was werden hier. Oh, ich fotografiere die Wände immer. Die Idee ist ja ganz geil gemacht, muss ich sagen. Aber... Das geht mir ein bisschen auf den Pinsel, muss ich sagen. Wirklich gar nichts sehe. Ach, jetzt sind wir in dem sakralen Raum gelandet, ne? Okay, dann gucken wir uns die Karte nochmal an. Aha, die können wir uns gar nicht. Doch, können wir uns angucken. So, Zwischendecke der Personalbereichs im ersten Stock aus betreten. Irving hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Okay, und ich dachte mal die ganze Zeit, ich muss in den Keller und muss da mich voranarbeiten. Oh. So, genau, hier ist der lange Gang. Hat der nicht vorhin auch irgendwas von einer Garage gesagt? Dass wir aus der Garage irgendwie
durch das Tor klettern müssen? Ja, wenn es hier einigermaßen hell ist, kann man ja hier langlaufen, aber... Das ist ja beängstigend hier. Was steht denn hier? Dann gehen wir mal nach oben. Es ist ein Bild, das ist keine Tür. Wir sind vor einer Küche. Okay, aber von der Küche kommen wir auch gleich in den Dining Room. Dann können wir wieder nach oben gehen. Macht ja auch durchaus Sinn, ne, dass man von da aus dahin kommt. Weil die müssen ja auch, wenn sie was gekocht haben, das irgendwie in den Speiseraum bringen. So, hier ist aber... Hier ist der Stockroom. Da wissen wir ungefähr, wo wir sind. Kitchen. Okay, da müssen wir jetzt geradeaus... Dann links rum. Mal gucken, ob die Karte uns wirklich so hilft. So, hier müssen wir jetzt reinkommen in den... Okay, wenn wir jetzt in den Fridge sind, müssen wir eigentlich geradeaus. Oh, hier müssen wir lang. Immer geradeaus und dann müssen wir eigentlich wieder zu unseren nach ja, aufmachen. Ja, nach draußen kommen. Jo, alles klar. Nee, das war falsch. Wir müssen ganz normal die Treppe hier hochnehmen. Jetzt müsste ich mal gucken. Hier müsste es hochgehen, ne? Ja. So, hier ist das Museum. Was die Karte sagt. Das ist das Museum. Master Suit. So, Irving hat gesagt, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Okay. Thank you.
Oh, hier ist noch eine kleine Kammer, die habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Da sind die ganzen Zimmer, aber wo ist der Personalbereich? Warum nimmt er die Kamera mal weg? So, hier sind wir in unserem Bereich. Genau, das ist mein Zimmer. Jetzt ist es ja so, jetzt müssen wir mal überlegen, bei den Amerikanern ist ja, gibt es ja kein Erdgeschoss, sondern da ist ja das Erdgeschoss, das erste Stock, da müssen wir wahrscheinlich noch einen höher. Im zweiten Stock. Ich hoffe, die haben das in dem Spiel hier berücksichtigt. So, was steht denn hier? Hier sind nur die Räume. Okay. Der Raum 109 ist... Hey, okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space? I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Okay, komm, Kamera ausrüsten. Er spricht ja wieder davon, dass das bei uns im Apartment ist. Dass ihr Vater in seinem Apartment irgendwas versteckt hat oder so. Auf welche Decken. Hier war doch auch noch so ein kleiner Abstellraum, ne? Ah, alles klar. Dann haben wir den doch, sehr gut. Wir können uns mal das Reinigungsmittel angucken. Aber das wollen wir doch gar nicht. Waschmittel. Reinigungsmittel.
Ist das hier nicht die Stromversorgung, ne? Ach, das ist der Raum, von dem wir von rechts aus gesehen nicht reinkamen. Alles klar, wo die Kartons alle vorstanden. So, dann muss das ja hier wirklich sein. Reinigungsmittel, Reinigungsmittel. So, irgendwo hier ist Reinigungsmittel. So, irgendwo Sicherung sein oder so. So. Oder geht's hier oben irgendwo lang? Nö. So, Freunde, wir mussten mal kurz die Location wechseln. Wir waren einfach im falschen Raum. Hier ist jetzt aber jetzt merkwürdig. Ich habe diesen, hier findet man auch die quasi Taschenlampe, den geheimen Raum hier gefunden. Das melden wir jetzt auch, ne? Den er mir eben gerade beschrieben hat. I found the crawl space and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Ja. So, wir haben jetzt auch die Tür gefunden zur Zwischendecke. Wir nutzen jetzt aber erstmal die Taschenlampe. So. Natürlich sehr geil gemacht von den Programmierern, dass man ach, die Taschenlampe scheint auch nicht immer zu funktionieren. Ja, was ich meine, ist sehr geil von den Programmierern auch, dass es so irritierend ist, ne? Dass man halt zwei so eine Räume hat. Ja, okay, die Taschenlampe ist aber auch nicht viel besser. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark. Pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, okay. Easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise... Who knows where you'll end up? Perfect. Okay. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yeah. Easy. Does it. Ah, hier ist das Gitter, super. Alles klar. Ja, jetzt komme ich endlich mal zu Wort, was ich sagen wollte, dass die Programmierer einen zweiten Raum schaffen, in dem wir sozusagen auch irritiert sind und eine Zwischenwand durchdrücken müssen. Und auch ein Gitter. Das fand ich schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Weil man dachte gleich so, oh, wir sind gleich im richtigen Raum. Ah, hier ist der Hebel. Lippenstift. Okay. Oh, den hat sogar genommen. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. What's a lipstick doing here? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange, someone should wait 10 years to open a lipstick. Also muss ja jemand hier gewesen sein. Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole,
It's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Oh, Tag 4, endlich geht's weiter. Ja, bis jetzt haben wir aber noch keine Geister oder so gesehen. Das ist mir aber auch ganz lieb, muss ich ehrlich sagen. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. Mm-hmm. Too many gray areas. Das Haus hat bestimmt auch so einige Geheimnisse. The storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. So, Glenda Ferguson. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay. Well, I'll hear you out. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. I know, it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. So, das haben wir schon angeguckt. She really dead, genau, also ihr Vater hatte wohl auch schon überlegt irgendwie, ob die wirklich tot ist. So.
Checkliste. Irgendwas an Rachels Geschichte stimmt nicht. Ich muss hinweisen, Leonards Zimmer nachgehen und es herausfinden. This is just the beginning. Okay, soll da ein Pedo gewesen sein? You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh. Even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... Yeah, sure. Leonard ruined his life over a 16-year-old, became a recluse, lost everything, and in the meantime, he supposedly had another lover, maybe even two. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? War ich alle Hinweise gemeldet? Ich glaube nicht, ne? Ah. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got... notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course. There's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay. I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? You'll have to get out of this phone thing and drag me into town. You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. And once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. So, haben wir hier sonst noch was? Tag 5, wir haben es geschafft. Sehr gut. Ja, die Rachel scheint ja irgendwie doch noch zu leben. Gucken, wo wir die finden.
Oh, sie träumt. Hey, Cutie Pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness. Even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 No. Mensch, der Tag 5 ging aber schnell rum. Der befasste sich irgendwie nur mit so einem Traum, ja. Okay. Naja, warum nicht? Manchmal gibt's ja auch Tage, da passiert einfach nichts. So. Morning. Am I interrupting? I was eating. Steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. The other half ended up in the trash. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me. Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the Timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? I don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear, Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding?
Ja, hört sich schon nach einem Geist an. The tape's damaged. Yeah. Same floor as my apartment. So, 117, ja? Okay, dann gehen wir da mal hin. Auf dem Band erwähnen die Zimmer, die Gastjäger immer Zimmer 117. Da würde ich gern mal hin. Aber wo ist es? Ja, da wollen wir mal schauen. So. Das müsste ja... Wir haben ja irgendein Zimmer auch gesehen, ne? Also mit Raum Nummer 117. So. Raum 109, 117. Also quasi hier lang, ja? Oh. Irgendwer hat doch geklopft. Oh, wie viele Räume gibt's denn da? Vielleicht kommen wir da zu Raum 117. Aber hier waren wir noch gar nicht, ne? Sich an, als wenn irgendein Mädchen irgendwas sagt oder so. Ach so, da kommen wir auch hin. Oder? Da war... Hier ist der Stromaggregator. Da gibt es mehrere Wege, da hinzukommen. Das ist ja auch mal interessant. Da geht's auch lang. Aber wurde davor nicht auch gewarnt irgendwie? Soll da lang gehen? Aber wir machen es trotzdem mal. Ne, kommen wir nur da lang. Oh, so ein Fingerabdruck, ein Handabdruck mit Blut. Marks on the wall. Water damage and the passing of time ruin wallpaper. It looks like hands or a face or both. Eesh. Sounds disturbing. My brain is just trying to see a shape like with clouds. Ugh, never mind. So, aber wo finden wir denn diesen blöden Raum 117? Ich glaube, wir haben heute schon einen Raum gesehen, wo grüne Zettel dran waren. Da klopft doch immer jemand, oder? Warum sind eigentlich die Türnummern abgekratzt? Hm.
Da geht's nach 220. Wir müssten dann wahrscheinlich hier lang. Weil hier sind ja die 100er Räume, ne? Ist das 103? Hundertsieben. Das war mal 117 wollten wir haben, ne? Den Raum haben wir schon aufgedeckt. Da geht's wieder nach unten. Da könnte ich mir nur erklären, dass wir wahrscheinlich da irgendwie nach oben müssen. Nee, das ist ja gar keine Treppe. Master Suite. Das 102. Hundertneun, 110. Ah, hier kommen wir der Sache schon näher, oder? Hundertzwölf. Hundertelf. 117, hier haben wir's. Ah, das ist das auch mit der grünen, mit dem grünen Zettel. Okay. I found the room. But someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Ne, es war der generator room. Wo wir waren. So. Jetzt wird auch den Lippenstift gesehen, ne? So, jetzt müssen wir nochmal überlegen. Da war ja so eine blöde Seitentür. Und in dieser Seitentür war ja dieser Raum, wo wir runtergekommen sind. Und zwar, warte mal, das ist Raum 101. No. Also 117, genau. Wir haben noch diesen Raum gehabt, wo wir die Taschenlampe gefunden haben.
Boah, hab mich erschrocken. Hier war das, genau. Genau, hier finden wir diese komische Puppe. Geht nach da, aber wir müssen nach hier. Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit. Ich hoffe, wir kommen ja auch durch. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Warum kommen wir jetzt hier nicht mehr rein? Das verstehe ich nicht. Hier sind wir doch vorhin auch durch. Okay, wenn wir von da aus nicht mehr lang kommen. Dann gehen wir mal in den Keller oder in die Garage. Oh, diese Geräusche ständig, ne? Die sind ja echt übel. Zieht mal einer irgendwie das Messer an der Tür lang. Aber das Haus wird noch viele Verstecke haben. Das vermute ich mal. Man hatte auch das Gefühl, dass irgendwer im Haus ist. Die Rachel oder wie sie auch immer heißt. So. Aber von hier aus kam er dann in die Garage. Das Lager. Und mal hier lang vielleicht. War da irgendwas? Frühstücksflocken. Ja, hier ist der Waschraum. Da werden wir ja wohl auch keinen Schraubendreher finden oder so. Vermute ich mal. Oh Mann. Der ist ja spannend hier. Kommen wir jetzt nochmal in die Garage.
So, Restroom, Kitchen, Fridge, Office. Oh Gott, steigt doch keiner durch. Warte mal, wie ist denn das eigentlich? Hier ist ein Gitter, genau, aber da komme ich ja nur nach oben. Ist die Küche? Was sagt sie denn? Ich brauche einen Schraubenzieher, um den Winkel zu lösen. Das ist das Musikzimmer. Okay. Hier sind die Toiletten. Oh Mann, ey, das ist auch mal wieder eine Sucherei hier. Wir sind doch von da vorhin auch reingekommen, ne? Hier. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Bringt uns aber momentan auch gar nicht weiter. Proposition. Go for it. A street warrior challenge. When I get out of here, I get Kik Lee, you, whoever you want. Whoa. You're the first female I meet that knows street warrior. This female won against all those snot-nosed brats wearing knee-highs in the hotel. High kick, low kick, uppercut, the end. Just tricks. Never skip a leg day, Irving. To be honest, I don't think I'll live up to the confrontation. Whoa. You're the first guy I meet that doesn't know Street Warrior. Playing video games wasn't considered an edifying pursuit in my house. What a drag. But you can teach me. Okay, deal. But we gotta start with Lord Bull. He's got the easier combos. Sure, whatever you say. Silence, my young apprentice. Wax on, wax off. Oh my god. Ja, Karate Kid, das waren noch Zeiten. So. Timberline Diorama.
Office Fridge. So, und da ist doch irgendwo die Garage auch. Komm mal hier durch. Dad's Office. Also wieder hier durch. Wie ist das Lager? Das ist das andere Lager. So, da sind wir runter. Das ist der Kaminraum. Ach, das war ja der. Geht's ja rüber zu dem Gebetsraum. Machen wir mal zu. Eine kleine Orientierung auf jeden Fall. So. Und hier ist der Raum. So, gibt's hier irgendwo einen Schraubendreher? Ne. Farbeimer, okay. Bild will sie nicht angucken. Das ist der Waschraum. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ah, hier geht's in die Garage, ne? Jo. Jetzt kommen wir hier rein. Hier ist der Schraubendreher. Jo, prima. Gucken, sagt er jetzt eigentlich was wegen dem Garagentor, ob das jetzt funktioniert? Das können wir gar nicht mehr aktivieren. Okay, Schraubendreher haben wir. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier kommen wir nicht rein, also müssen wir hier lang. Das Schöne ist, wir können uns daran orientieren. Heißt, wissen auf jeden Fall, wenn wir hier lang gehen, kommen wir wieder nach oben. So, genau.
bin ich ja mal gespannt. Wir gehen jetzt mal in die 1. So, der Raum, der war doch hier rechts und dann ganz links, ne? Oder? Nö, nicht ganz. Das war ja so ein Bild mit so einem Wolf, glaube ich, ne? Ne, das ist unsere Suite. So, 103. Ah, hier war das. Genau, geradeaus und dann rechts. Ah, das mit. Ist ganz gut gemacht mit den Bildern. Kann man sich gut orientieren. So, dann wollen wir mal aufmachen. Schauen, was sie da findet. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Oh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Die Geisterjäger haben sogar das ganze Equipment hier liegen lassen. Brille, okay. Have you calmed down yet? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, better for us. We've got the whole hotel to do whatever we want. Alter, voll am Ablästern. Alter, wie ist fluchtartig den Raum verlassen. Und ich bin da ganz alleine in dem Hotel und muss locker bleiben. Die geht das und so, knallt das und so gleich zu, oder? Badezimmer. Also wenn ich sie wäre, würde ich erstmal die ganze Jalousien hochmachen, damit ich hier Licht habe.
Der hat doch irgendwas angezeigt hier. Handtuch. Ist ja merkwürdig. Ist die Tür, die können wir schließen. Ah, hier, Rasierer, ah, alles klar. Kamm. Zahnpasta, das Übliche, was man sonst so immer auch in den anderen Räumen gefunden hat. Zigaretten. Lampe leuchtet und liegt am Boden, na hurra. Aber sie hatte vorhin die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ihr Vater lange kein Stromgeld bezahlt und trotzdem leuchtet ja alles? Das ist schon eine berechtigte Frage. Brille haben wir auch schon gesehen. Videorekorder. Lass uns einen Blick ins Zimmer und auf die Ausrüstung werfen, die diese Idioten zurückgelassen haben. Ach hier, genau, hier war ja noch was. Und zwar... Den hat sie jetzt mal genommen. Hier im Badezimmer irgendwas? Ne. Hey! Alter, bin ich erschrocken. Fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. Damn. What? I'm just curious to know what you found in that room. You should be. You're never gonna believe it. Tag 7. So, jetzt haben wir eine Taschenlampe, eine Polaroid-Kamera und von den Geisterjägern das Equipment. Ja, das ist ja auch interessant. Hat sich ein Weihnachtsbaum hier hingestellt? Here I am. You still there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie slash defibrillator. It's a real phone, and trust me.
In a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah. I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Hey, did you hear that? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. So, das Klirren, das gucken wir uns jetzt mal an. Oh, sie hat den Raum hier sogar aufgeräumt. Ah, da waren die Weihnachtssachen wahrscheinlich drin. So. Checkliste, ja, keine Checkliste. Tja, und jetzt? Ich sag, lauschen wir mal und laufen durch die Gegend, ja? Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. Oh, right. I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Oh, where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later.
Yeah, well. Sagen, dass das von hier kommt? Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Ich höre eher ein Klingeln. Hört sich ja schon sehr, sehr nah an. Kommt das jetzt von hier? Ja, mal nach oben gehen, mal gucken, ob wir da... Oh ja, hier hört man schon richtig Stimmen. Jetzt sind wir hier sogar richtig. Thank you.
Da geht's ja auch gar nicht. Museum sind wir jetzt wieder. Ich habe das Gefühl, hier nimmt es ein bisschen ab. Gehen jetzt hier mal um die Ecke. Hier wird es weniger. Nur mal in die Richtung hier. Ist weniger, ne? Okay. I didn't ask if you have a family or kids. Oh, you mean those naked things that pee and cry when you sleep? I don't have a yard. Oh my god. I'm kidding. I wouldn't mind a small money-eating and diaper-soiling machine. But with this job, I can't even enjoy Christmas. Touché. Right, kids take up time. And I'm not married. You? No. A kid doesn't need a mother to take the food out of its mouth when she sends her incompetent boss to hell. That was autobiographical. Two or three times. Fine. I'd say we send the order off to the stork further down the line, huh? Definitely. Ja, wo kommt das her? Geh nochmal einen runter und geh nochmal zum Raum 117. Hier ist ja der Raum 117, ne? Ja.
Aber mein Zimmer 117 ist nichts. So, vielleicht kann mir das Wohlspiegelmikrofon, das ich gefunden habe, dabei helfen, das Klirren ausfindig zu machen. Das hoffen wir doch alle. Ich habe das Gefühl, hier ist es nicht. Aber wir müssen wahrscheinlich noch mal nach oben. Dann nach unten. Nikki? I remembered. What? This sound I keep hearing. Did you figure out where it's coming from? Yes! I mean, no, maybe. But I remember why it sounds familiar. The chandeliers. What chandeliers? The ones in the ballroom. Nicole, I don't follow. I'm probably stung from before. Stop thinking about before and listen to me. I'm listening. When I was little, I could sit for hours and watch them set up the parties in the ballroom. Uh-huh. To me, those chandeliers were like a flying merry-go-round. What does all this have to do with the sound you heard? Every time the window behind the bar was opened, the decorations would clink. That's the sound I heard. Those old chandeliers moving in the breeze. But the chandeliers in the ballroom were taken down 2 or 3 years ago. Yeah, they're not actually there anymore, but that sound is unmistakable. But what you're saying is impossible. I'm sure. And no, I don't understand, but whatever made that sound is around here somewhere. You're worrying me. I just need to think and listen. Okay. Keep me posted. Please. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And he... I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She... talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, I...
Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again, and then I'm going to bed. Be careful. Yo. Tag 8. Was für ein Albtraum. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auf jeden Fall im vierten Teil. Bis dahin.